Und dann geht's direkt weiter, oder? Dann geht's direkt weiter mit dem Fallout. Wo, wie und warum? Das haben wir alles schon geguckt. Da haben wir schon geguckt. Aha. Ist hier noch was Schönes? Eine Waffenwerkbank? Vielleicht können wir. Wahrscheinlich haben wir nicht das Richtige dabei, ne? Aber vielleicht können wir hier bei unserem Impro-Gewehr doch noch irgendwas machen. Oh! Nee. Stücheabzug. Abzug, okay. Also wenn, da wollen wir schon mehr Druck, mehr Damage. Ich würde ungern die Ding verändern, die Munitionsart. Somit haben wir nur das hier, kalibrierter, mächtiger Verschluss, der uns bleibt, alles klar. Kurz und Bespaß, was das kuscht. Und zwar Aluminium, bla bla bla, Öl, naja, wird schon passen. Zu Hause, also in Sanctuary, haben wir da bestimmt ordentlich was am Stessel. Komm mit, Kev, follow me. Wie viel können wir noch tragen? Noch viel, ne? Ja, mittelfiel. Das sieht eher nach Vorratslager aus. Oh? Hä? Können wir jetzt schon Expertenschlösser aufmachen? Nur weil ich diesen letzten Skill da... Okay. Dann können wir auch gleich noch zurück nach Lexington oder was es war. Wir nehmen nicht alles mit. Da können wir auch direkt zurück nach Remington oder ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wie das Café ist. Da, wo wir eben die Dödel gefunden haben. Die jetzt in unserem scheiß Kaff hocken. Kevin, mach ihn ruhig tot. Mach ihn ruhig tot. Schießt ihn einfach in den Anus. So, keine Sorge. Wie er gebellt hat, hilf mir. Oh, eine 10mm Automatikpistole. Das ist eine gute. Die ist dann schon... Das ist eine gute halt. Keiner selbst gebaut. Guck mal hier. 14. Die behalten wir auf jeden Fall mal. Dann können wir die andere wegkloppen. Da. Die... Also entweder werden wir zu schwer, dann schmeißen wir sie weg. Oder wir verarbeiten sie halt. Alter, drück mir doch direkt mit deiner Pump ins Gesicht. Komm, Kevin, hilf mir mal. Warum rennt Kevin nicht hin und beißt den und so? Ah, jetzt ist er da. Oh, okay. Ich muss nur was sagen. Da läuft's. Ah, nein! Ist er immer noch am Metzen? Nee. Ah, hier ist dieser Durchgang. Und da ist auch noch ein Durchgang. Shit, so viele Durchgänge. Nein. Nein, Schrotflinte, Mensch, und ich schieße erstmal voll daneben. Oh! Wo kam. War das eine Falle? Hier, es gibt so Granatenfallen. Ich glaube, es war eine Falle, ne? Halt! Jawohl! Okay, wenn er den Weg aufstellen! Nein! Das ist doch. Er steht nicht im Weg und er kriegt einfach alles weg, was ich brauche. Drecksack. Ein Werkzeugkoffer, den es zu öffnen gilt. Zack! Ja! Ines! Flaschenkürbis? Nein. Nee. Kürbis aus der Flasche? Nein. Sehen. Das ist ein Raider Psycho, der ist schon mal ein bisschen stärker. Da ist noch einer. Normaler Raider. Man merkt, sehr easy peasy und direkt der Tür, die wir öffnen können. Oh shit. Wir haben doch vorhin eine Haarklammerbox gefunden. Sag mal, wie viele sind da drin? Nur ein paar. Wir haben doch schon die ganze Zeit so 26 Haarklammern im Schnitt. Cool. Und doch die Munitionskiste. Das sind so richtige abschließende Gauner. Na klar, unter Gauner muss man natürlich auf seinen Scheiß aufpassen, ne? Ist er tot? Nee. Zack! Oh. Zack! Kack! Hier ist nichts mehr. Immerhin ist es sauberes, nicht verschaltetes Wasser, so wie es scheint. Kommen wir jetzt hier hin? Also kurz was, wenn das nicht verstrahlt ist, können wir kurz. Oh! Vierfach verstrahlt! Und das da hinten ist sauber, oder was? Kevin! Hat den Weg am Steher. Das sieht doch genauso scheiße aus hier. Ich trinke mal einen Schluck. Oh, plus 3 Rad. Wir haben unseren selbstgemachten Zupfkuchen. Ja, Maulwurfsratten. Da.
So. Wo ging es jetzt hier hin? Ich will auf jeden Fall alles einmal ablaufen. Ah, jawohl, geil, ein Ding. Blechdosen. Ich nehme jetzt mal eine mit, aber ich bin mir sicher, dass da... Es gibt extra Dingdosen, das, was wir vorhin gebraucht haben. Ne? Hier, Aluminiumdose, genau, die gibt es nämlich extra. Blechdosen müssen wir da nicht mitnehmen. Haben wir rausgenommen. Hier ist sonst nichts mehr. Oben ist noch ein Ventilator. Nehmen wir auch noch mit. Wir können gerade so schön viel tragen. Es kommt mir echt gerade ewig vor. Ewig viel Platz. Hallo. Ah! Tür hat man vorhin gesehen, oder? Nehme ich recht im Sinne. So, sehr gut. Ja, wir... Oder was, die... Ja, Passwort haben wir schon am Start. Das haben wir vorhin irgendwo aufgehoben. Und, oh, da ist ein Memo. Verbesserung der Sicherheit. Als Reaktion auf aktuelle Ereignisse gelten für diese Einrichtung ab sofort verschärfte Sicherheitsvorkehrungen. Auf dem Gelände muss nun durchgehend ein Ausweis getragen werden. Zivilisten müssen eingeschleust werden und erhalten vorübergehende Ausweise. Dies gilt auch für Lieferanten und Fahrer. Keine Ausnahmen! Es werden strikte Bestandsaufnahmen des Nahrungsvorrats durchgeführt. Riskieren Sie nicht Ihre Stelle, indem Sie etwas entwenden. Ja, damit sind Sie gemeint. Ich? Ja, toll. Ausreichend. Es werden mindestens 3 Personen an diesem Punkt stationiert, bis wir eine bessere Möglichkeit finden, diesen Zugang zu sichern oder ihn vollständig abzuriegeln. Sorry, ich habe... Manchmal fängt man einfach an zu lesen und so, für sich selbst. Außerdem möchte ich keine Beschwerden mehr über unsere Entscheidung hören, diese staatliche Vorratslager in diesen Tunnel zu errichten oder... ich habe mir das gemacht. Sie im Nachhinein umzubauen. Die Entscheidung wurde innerhalb des genehmigten Budgets getroffen und Ende. Wir kümmern uns um diesen Zugangspunkt und die Einrichtung wird weiterhin ihren Zweck erfüllen. Danke für Ihre Mitarbeit. Das war ganz schön frech. Ich fand das total frech, was der gerade gemacht hat mit mir gerade. Der Computer. Das geht so nicht. Deswegen gibt es auch mal direkt einen Display-Schuss. So sieht es nämlich aus. Oh, Barracuda. Okay, hier waren wir. Hier waren wir doch irgendwie noch nicht. Aber wo ist denn dann der... Okay, hier kamen wir her. Die sind irgendwie... ich bin gerade so überfragt, ne? So, erstmal noch kurz hier das Gepäck holen. Wir gehen mal nach hier. Ah, doch! Ach Gott, ich hätte nur noch einen Zentimeter weitergehen müssen. Ich hatte Codenase. Ich will ja kurz das Passwort eingeben, damit es einfach vollständig ist. Ich denke, sonst würde hier das Gleiche stehen, ne? Nehme ich an. Genau. Die haben mir... Ah, da sind noch welche drin. Halt. Ne, schade. Den da hinten haben wir ja vorhin gefistet, genau. Mhm. Also, dann sind wir ab hier jetzt wieder neu. Was ist hier los? Oh Gott. Minen. Die können wir entschärfen mit einmal und nochmal mitnehmen. Und wenn ich ein bisschen näher dran gehe, gehen sie hoch. Also nur falls ihr euch fragt, was ich da mache. Guck, ich kann es kurz piepen lassen. Tja, aber noch entschärft. Eine Dose. Ah, das ist wahrscheinlich ein anderer Zugang hier, ne? Minen. Legt man meistens zu einem Zu- oder Ausgang. Ah. Ah, okay. Kurz speichern, bevor ich den Sprung versemme. Movement, Gott, ihr wisst ja. Ha. Okay. Ah, nee, jetzt. Oder nee. Gewonnen. Was wollte ich wegschmeißen? Unsere... Die Automatik, die improvisierte Automatik. Pistel. Schmeißen wir fort. Jetzt können wir nicht mehr viel tragen, sonst mehr. Ich bin voll. Ja, wie behindert ist das mit Schöner. Gewicht 3. Nein, ich nehme! Ah! Sollen wir wegschmeißen?
greife ich einfach direkt zu. Ich ziehe einfach alles an. Gut. Das war jetzt hier nicht so ultra besonders. Ja, ich weiß, Kevin, du kannst ja nicht drüber springen, obwohl du voll der agile Hund bist und eigentlich viel besser springen können müsstest als ich, aber ich verstehe schon, Kevin. Irgendwie kann ich dich verstehen. Du bist halt so ein bisschen blöd. Oder wir sind uns da alle einig. Kevin ist so ein bisschen so ein zurückgebliebener Hund. Aber höflich zurückgeblieben. Positiv zurückgeblieben. Chess. I found some chess. Commonwealth. Ich speichere mal wieder ab. Wobei mein Zeitgefühl gerade ganz verschoben ist. Wir haben erst 10 Minuten. Es ist einfach so nice. Das ist jetzt schon die dritte Folge, die ich am Stück aufnehme. Ich muss dann gleich wieder aufhören, damit ich euren Wünschen nachkommen kann. Es kam nochmal ein Wunsch. Und zwar soll eine weitere oder eine neue oder andere Gatling Gun benannt werden nach Opferklopfer. Impulse Gaming hat das sich gewünscht. Und das müssen wir noch durchziehen. Aber ich glaube, wir haben gerade keine zweite. Was war das? Oh fuck. Kevin! What the fuck, wo ist der Kevin hin? Kev? Okay, hier ist... Au. Shit. Oh, warte mal. Können wir hier vielleicht... Ja. Yeah. Können wir die auch umpolen oder so? Systemdiagnose? Verbundene Geschütztürme 2. Online, greift an. Wisst ihr, dass wir das so einstellen können, dass es eben nicht uns anschießt? Licht ausschalten. Ich schalte mal das Licht schon mal aus. Ach. Man ist ja bescheuert. Turmsteuerung. Können wir da was machen? Außer deaktivieren scheinbar nicht. Über ihr Verteidigungssystem? Okay. Ja, dann deaktiviere ich sie halt einfach. Immerhin schießen die halt dann nicht mehr auf uns. Memo, ich nehme an, das ist das gleiche wie gerade eben. Mein Handy. Okay, dann müsst ihr jetzt mal ganz kurz dranbleiben. Eine Sekunde. Hallo? Okay, alles klar. Dann bis gleich. So, das war das Grill. Sie hat nur gesagt, dass sie jetzt losfährt und dann bald da ist. Lieferungen. Das war die einzige Lieferung? Nächste geplante Lieferung, 15:30. Ach gut, klar, wenn hier nur die geplanten Lieferungen drinstehen, dann steht höchstwahrscheinlich nur noch die drin, die kurz vor dem Krawum eingetragen wurde. Ein vergoldetes Sturmfeuerzeug. Also jetzt muss ich aber mal zugreifen hier. Oh fuck. Das war nicht geplant. Oh, er geht hinter die Tür. Raffinierter Bock, bitte. Ich brauch die Ding. Oh Gott. Ja, ich wollte eigentlich die Granaten haben. So. Weißt du, ich wollte einfach hier drüber schmeißen. Kannst du mal die Waffe wechseln? Auf die Pump, bitte. Ich weiß nicht, was los ist. Er wechselt die Waffen nicht gescheit. Na, also jetzt... Dieser scheiß Schrank blockiert mich. Der nimmt die Sachen an, der nimmt meine Eingaben an. Der bescheuerte Schrank. Okay. Warum kann ich jetzt hier nicht den Kern rausholen aus seiner Gammler-Rüstung? Jetzt futtern wir noch ein paar Maulwurfshappen und dann rocken wir die mal weg da. Warum kann das nicht da stehen bleiben, wo ich war hier? So, kommt noch ein. Speichere. And here we fucking go. Ja, komm, wir gehen auf den Klopp. Nee. Lieber nicht. So. Oh! Was läuft denn der zur Seite? Die drei. Jetzt renn doch nicht weg! So. Weg. Dann müssen wir mal ganz kurz eine Schrotflinten-Action machen hier. Hinten. Oh. Oh! Der hält mehr aus als das Herrchen. Was ist denn hier los? Mal was happen.
Gut. Und weiter geht's. Doi. Er kriegt aus Close Range mit so einem Ding in die Fratze. Ist man eigentlich weg. Der ist mal eigentlich direkt weg. Dann haben wir noch. Da oben ist noch was angezeigt. Da drin. Kann ich ihn von oben snacken? Stange Zigaretten. Immer. Oh. Ich mach da jetzt das Licht aus da drin. Zack. Was sagst du jetzt? Ha? Schlimm für dich? Hallo. Oh, sie snackt mich noch einmal. Sie schießt mich einmal an. Finde ich irgendwie gemein. Jawohl, voll viel Zeug. Red away, das ist halt schwierig. Ne? Also, tatsächlich, wortwörtlich, das hat ein gewisses Gewicht. Jetzt haben wir es ja doch gefistet hier. Die ganze Chose. Das ist kein Koffer, nee, das ist nur so ein Kistchen. Ha! Das war's schon. Habt ihr mir sonst nichts mehr entgegenzusetzen? Okay, nice, weil dann können wir nämlich hier gleich uns hin und her porten. Kurz unser Inventar leer machen, dann noch die Geschütze down machen. Das alles einstecken. Und vielleicht sogar noch alle Leichen nackig machen und das dann bei uns verarbeiten, um die maximale Nutzung dieses Standorts zu haben. Ist hier noch jemand? Nee. Das klingt so, als wenn hier so ein Ghoul so rumatmen würde. Ist das hier auch nochmal so ein Terminal für... Wahrscheinlich auch für die Steuerung. Klar, die erwarten nicht, dass man von da unten kommt, beziehungsweise... Das okay, einfach mal easy gehackt. Ach krass, wie ich es drauf habe. Das wundert mich, dass ich das so gut kann. Das hat überhaupt nicht mit Glück oder irgendwas zu tun. Ich bin gut. Ja, abgeschlossen sogar. Ah ja, und in Sanctuary würde ich auch gerne noch so einen Strahl aufbauen, dass wir da mal mehr Siedler bekommen. Ich will schön die volle Lotte haben. Weil mit mehr Siedlern kann man dann auch mehr Schabernack treiben. Da zu Hause. So, den ganzen Kram weglegen. So, dann hier hin. Und das Revolvergewehr. Und oben war aber noch ein Revolver, oder? Nee. Eine Laserpistole, stimmt. Die haben wir ja gefunden. Eine 10mm Automatikpistole. Das Impro-Gewehr, unser Scharfschützengewehr. Also wir müssen jetzt... Revolverpistole, Revolvergewehr. Okay, ich verarbeite mal das Gewehr. Und wir nehmen die Pistole mit, weil die ein Verstärker ist. Oder? Ich habe jetzt nicht das Stärkere gerade eben verarbeitet, hoffe ich doch. Und... Ah, wisst ihr was? Wisst ihr, was wir noch machen können? Wir können unser blödes Outfit, das mache ich jetzt sofort. Unser Minuteman-Outfit. Können wir hier mal reinlegen. Das haben wir doch schon die ganze Zeit dabei, ne? Guck mal, das wiegt 3 Kilo. Weg damit. So. Und jetzt können wir hier noch diese Sachen machen. So. So. Kryo. Leider können wir das nicht verarbeiten, ne? Das hat so ein... Wenn die Sachen so ein Herzchen oder so ein Sternchen haben, kann man die nicht verwursten. Haben wir ja schon festgestellt. Das können wir dann verkaufen. Das lagere ich jetzt erstmal. Und dann können wir bei Bedarf das Ding verscharren. Und kann ich... Ich überlege gerade, ob ich die Dinge... Kann ich hier hinten was lagern? Eigentlich in dieser... Ja. Ich mache jetzt diese blöden Dinge rein. Auch wenn die nichts wiegen, aber es stört mich, dass da was angezeigt wird. Ich will das nicht, dass da irgendwas steht. So, unseren wunderbaren Vorstand... Fortschritt speichern. Und nochmal hier alles endgültig ablegen. Jetzt sind wir immerhin schon bei defaultmäßigen 208. Wir haben halt jetzt echt viel Schotter dabei, also auch Essen und so. Das müssen wir jetzt einmal peu à peu verbrauchen. Und jetzt... Halt! Funkleitstrahl. Stellen wir den hin, am besten auch irgendwo an den Rand, dass es uns nicht so abfuckt, oder? Dass uns nicht einfach vom Geräusch her... Obwohl, immerhin kann man noch was... kann man noch was an den Generator anschließen, weil... Das Ding verbraucht nur... Ein Strom, der Generator bringt 2. Ah, hier fehlt noch der Kristall, ich weiß es nicht. Kristall, Kristall, wo kriegen wir das denn Kristall her? Ich weiß das nicht. Wir sollten dann einfach noch in weiser Voraussicht schon mal das hier skillen, diese Routen. Dann haben wir nämlich überhaupt, also dann wird das Problem immer geringer, dass wir hier, ne,
dass wir bei den einzelnen Städten nicht genug Zeug haben, weil dann eh alle verbunden sind. Ja. Wir brauchen Stufe 6 hier oben. Es ist auch nicht unser Schaden, wenn wir da Stufe 6 haben. Und noch ein letztes Mal hineinwursten. Zack. Und jetzt haben wir halt gerade nichts mehr. Dauert dann nochmal kurz. Beim nächsten Level Up machen wir das, dann können wir hier direkt die Routen gescheit machen. Wir können noch gucken, ob wir jetzt die Ding verbessern. Das Scharfschützengewehr könnten wir verbessern. Aber das ist wohl schon auf dem Nonplusultra, ja. Vor allem brauchen wir hierfür dann Waffenfreak Teil oder Rang 2. Aber unser Impro-Gewehr, das geht. Nee, geht nicht. Hm. Was kann denn die so maximal? 31. Also, wenn wir jetzt hier nur auf Damage gehen, also ich schaue jetzt hier speziell, also nur auf Damage. Big Jim können wir noch weglegen, das Ding brauchen wir nicht. Das fuckt mich ab, dass man solche Sachen nicht verkaufen kann. Das nervt mich. This is so nerving me, Red, ne? So, Big Jim, weg damit. Laserpistole würde ich schon irgendwie gerne mitnehmen, obwohl wir jetzt auch echt schon viel Schotter dabei haben, viel Zeug. Dann könnten wir eine von beiden weglegen, ne? Die verbrauchen beide Laser. Die Laserpistole verbraucht Zellen und die Lasermuskete verbraucht auch Zellen. Dann können wir überlegen, ob wir eins von beiden weglegen. 30 Damage und die macht natürlich nur 24. Dann lege ich die Laserpistole mal weg, aber so an sich finde ich es immer cool, wenn wir, ja, wenn wir von allen, von jeder Waffenart und von jeder Waffe einfach mindestens eine haben. So sammelmäßig ist das ein Anliegen. Ja. Können wir noch was verbessern von unserer Klamottis her? Warum wird das wird gar nicht angezeigt. Das, was wir anhaben. Vielleicht müssen wir uns mal Rüstung herstellen oder so. Das geht doch auch irgendwie, oder? Man kann doch Rüstung herstellen. Kann man nicht? What the fuck is this, bro? What the fuck, Mama Murphy, what are you talking about? Wir haben hier eine Quest, die wir abgeben können. Sehr schön. Cash, cash, cash. Hier. Ich habe den Ort gesäubert, an den du mich geschickt hast. Yeah. Und ich habe einen Funkleitstrahl platziert. Das sind gute Neuigkeiten. Wenn die Leute erstmal ein Zuhause haben, werden sie auch bereit sein, dafür zu kämpfen. Hm. Wie üblich habe ich noch was anderes, um das du dich kümmern könntest. Ah, sehr schön. Ich markiere es dir auf deiner Karte. Wir können jede Unterstützung brauchen. Also sieh mal, was du tun kannst. Und gibt's kein Geld oder so? Bitcherisch? Hallo? Da, Kevin? Wir haben kein Geld bekommen. Ah, warte, Kevin, warte kurz. Wahrscheinlich kommt es erst nach dem Jumble hier. Komm schon, jetzt. Geld. Da kam eine seltsame Nachricht von einem Roboter. Er sagt, er kommt aus einem Ort namens Grey Garden. Ich weiß nicht genau, was er wollte, aber tja, schauen wir mal nach. Man kann nie wissen. Okay. Wie hast du denn die Nachricht erhalten? Hi. Kann ich was für dich tun? Nö. Folge mir. Nein, nichts. Das würde ich dann schon gerne mit euch so absprechen, was ihr so meint, ob wir einfach mal generell grundsätzlich wechseln sollten und andere Gefährten mit dabei haben oder speziell jetzt uns auf den Hund einschießen und so weiter und so fort, was ihr da eben am ehesten glaubt. Sag ich, will kurz in den Baumodus, um zu schauen. 5, immer noch 5. Wir haben keine Leute dazu bekommen. Klar, uns fehlt ja auch noch der Kristall. Habe ich den schon markiert? Ja. Wo kriegt man Kristalle her? Keine Ahnung. Also ich würde jetzt einfach nochmal ganz kurz dieses Prozedere hier abschließen wollen. Zum Vorratslager. Ich wollte keine Markierung machen. Ich wollte dahin. Ja. Noch kurz die Dinge abschießen, die Geschütze. Und eben die Leichen vielleicht alle looten. Vielleicht lässt sich da noch was Cooles finden oder wir können zumindest alles verwerten. Vielleicht können wir sogar bei dem Vorratslager was bauen? Ich glaube nicht. Ich teste mal kurz. Der Scheiß ist wieder an. Warte mal. What the fuck? Zumindest die Lichter sind wieder an. Sind jetzt auch wieder Leute? What the fuck? Aber dieses Ziel nach unten. Wir machen mal kurz den Schuss. Vögelchen. Man kann die Vögel killen.
What the fuck? Das hab ich nicht gewusst. Kann ich hier einen Bröckel von dem Vogel aufheben? Nein. Wobei so ein Lichter gar nicht so übel ist, aber trotzdem nein. Und das andere ist da oben irgendwo drauf, habe ich gesehen, oder? Wo ist es? Ich habe es aus den Augen verloren. Wo ist das andere Geschütz? Ah, da. Der oben drauf. Auf dem Bunker. Ach, warum schieße ich eigentlich mit dem Teil? Das hat doch nicht so viel Muni wie hier unser Übergerät. Vielleicht sollte man es mal noch ein anderes Scope für das Ding holen. So ein schönes Holo-Side-Ding. Holo-Sicht. War schon nass. Und die Leichen? Haben wir die jetzt echt schon irgendwie gegessen? Ah, da liegen sie. Ich nehme mal alles mit und guck ganz kurz, wie zu welchem Grad wir das machen können. 232, wahrscheinlich sind wir jetzt schon so gut wie voll. 48? Der hat echt viel Schotter dabei. Billardkill können wir noch mitnehmen. Ah, dann sind wir schon voll. Ja, okay, gut, das war jetzt, ich weiß nicht, wie sinnvoll das überhaupt ist, sowas zu machen. Ich denke, dass wir keine großartigen Probleme bekommen werden, an diese Rohstoffe zu kommen, die wir jetzt hierdurch erhalten. Das sind dann wahrscheinlich schon eher die Dinge wichtig, wie eben Kristalle. Und die bekommen dann doch nur aus anderen, speziellen Dingen und Mittel und Wegen. Und eben nicht über diese Art und Weise. Aber trotzdem, das machen wir jetzt mal noch fertig. Durchgezogen, getestet, als nicht so ultra gut befunden. Und weiter geht's. Hey. Nein. Was baust du da? Was baust du da? Achso, ja, Billardkö. Dann haben wir auch ein Billardkö. Sehr gut. So. So. Okay, waffentechnisch war da nicht viel. Hier haben wir eine mit... eine 10mm Pistole mit... Aber so eine haben wir schon, oder? Die liegt im Ding drin. Bin nicht ganz sicher. Deswegen verschaffe ich die. Ja, verlassen. Noch kurz den Billardkö ablegen. Hundi, bitte. Ah, ich hasse mich. Ich hasse mich. Ich drücke einfach dann auf E und will einfach den Scheiß direkt. Ich dachte, so geht die Kiste. Naja, alles gut. Und. Aber wir sollten vielleicht noch kurz gucken, ob da irgendwas nicht sogar für uns dabei ist. Obwohl unser Ding scheinbar ziemlich OP ist. Ah. Sehr gut, da haben wir schon mal was. Der Kram ist eigentlich fast überall ziemlich kacke. Wird alles weggekloppt. Da bekommen wir Leder, Leder, Leder. Halt. Nein. Scheiße. Stahl, Stahl und Stahl und Stoff. Sehr gut. Noch kurz verkloppen den Kram. Ja, ist doch gut, Mama Murphy. 205, wir haben halt doch ordentlich was bei Hilfsmitteln, ne? Hier haben wir so viel Zeug, das muss ich alles mal essen. Muss ich alles mal essen. Whisky. Wichtig, sehr wichtig. Ich habe es gesehen. Okay. Schön für dich, dass du was gesehen hast. Mich stört, dass wir keinen Kristall haben. Ich meine gerade, mir kommt gerade so eine Erinnerung in den Kopf. Gibt es den Kristall nicht in diesen, ja, Kristallschalen? Kann man da dann einen Kristall rausbekommen? Oder auch sogar aus so einer Lampe? Das will ich ganz kurz mal testen. Oder hier vielleicht irgendwo. Sehr gut, Asbest. Ist im Radio vielleicht? Nein, Gummi. Radio ist aus Gummi, aha. Sasa. Das glaube ich aber nicht. Keramik. Na, scheiße. Haarklammern, Aber leider kein Kristall. Schwören können, es gibt diese, ja, einfach diese Stehlampen, die haben irgendwie Kristall-Intus. Da ist auch kein Kristall mit dabei. Naja. Warte mal. Achso, ja, und es gibt ja noch irgendwo diesen Safe, den wir finden müssen. Das wurde auch gerade letztens nochmal geschrieben. Feder, auch nicht schlecht. 10mm Pistole. So, kann ich die Lampe hier? Glas. Diese große. Ich kann schwören, das ist so eine große. Diese großen Stehlampen. Shit. Ach, keine Ahnung. Da! Glas, ne? Hab ich mich geirrt. Das ist doch was anderes.
Oh. Was liegt denn da? Maddox. Das heben wir gleich noch auf. Ja. Ja, naja. Da sind wir jetzt ja eh soweit. Oh, warte. Da ist bestimmt 100%. Naja. Kristall werden wir schon noch finden. Da ist noch Dreck. Wo kommt denn dieser ganze Dreck her, Damen und Herren? Ihr räumt nicht auf, ne? Naja. Der Hund sowieso nicht. Der kann das nicht. Ah. Oh shit, da war ein Koffer. Da wäre vielleicht noch was Leckeres drin gewesen in dem Koffer. Radio haben wir schon geguckt. Ist ja aus Gummi, wie wir alle wissen. Plastik statt Asbest. Oh. Kronkorkenvorrat. Jetzt würde mich doch interessieren, unter welchem Bett dieser Safe ist. Er müsste ja theoretisch, er muss direkt sichtbar sein eigentlich. Ist das, der Raum mit dem Lab-PC? Nee. Oh. Haben wir schon. Unter irgendeinem Bett hat jemand was versteckt. Ich hoffe doch hier. Wir müssen ja noch, wir können ja nochmal nachlesen. Fällt mir gerade ein. Wo war der PC jetzt? Hier drüben, ne? Das will ich jetzt noch geschwind zu Ende bringen. Küche. Fuck, nee, das ist aber sonstiges. Doch nicht. Okay. Ach. Leck mich doch am Ärmel. Ja gut, es muss ja bei Sanctuary Hills irgendwo sein. Da. Im großen Schlafzimmer unter der Kommode dürfte kein Problem werden, den zu knacken. Tja, aber wo hat jetzt dieser Russell gewohnt? Ich glaube, der hätte einfach den Namen abzählen können und genau an diesen Punkt dann gehen. Also hier ja schon mal nicht. Und da auch nicht und da drüben auch nicht. Und das ist unser Haus, das da. Das heißt, da ist... Wir heißen ja nicht zufällig Russell, oder? Das hier war unser Bett, glaube ich. Dann muss es doch da drüben sein, da hier. Dort hat der Russell gewohnt. Ja, das ist doch Russells Haus. Oder? Ja. Ja, willkommen. Ich muss kurz nach einem... nach einem Safe gucken. Warte, großes Schlafzimmer stand da, ne? Shit. Achso... Oh, ich hatte für so einen Bodensafe, den haben wir schon. Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.